rund um den Brustring. Der Podcast rund um den VfB Stuttgart. Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andi Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Yannick. Und dies ist Folge 109. Ja, direkt beim der Episodenzahl versprochen. Sehr gut. Geht gut los. Besser lief das für den VfB am vergangenen Wochenende. Beim 5:1 gegen Schalke 04 am 23. Bundesligaspieltag. Und wir sprechen heute darüber. Natürlich wieder mit zwei Gästen. Zum einen leidgeprüften Schalke-Fan namens Fabi, bei Twitter bekannt unter @kukurani. Und er betreibt auch einen Podcast namens Knappencast. Hallo, Fabi. Glück auf zusammen. Und unser zweiter Gast ist der Bodo. Er ist VfB-Fan und man findet ihn auf Twitter unter @Sträuble. Hallo, Bodo. Hallo. Ja, bevor wir jetzt über dieses Spiel sprechen, Yannick, übergebe ich wie immer an dich, um unsere beiden Gäste erstmal vorzustellen, damit wir die besser kennenlernen. Schieß los. Sehr gerne. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Und wir fangen mit dem Fabi an, der heute die blau-weiße Fahne verteidigt und hochhält in unserer Runde. Ja, Fabi, wie bist du denn zum FC Schalke gekommen? Wie bist du Fan geworden? Ja, ganz klassische Geschichte. Also mein Onkel hat mir damals schon direkt nach der Geburt den Schalke-Schnulli gegeben oder mehr oder weniger meinen Eltern geschenkt. Und mein Vater hat mich dann mit, ich glaube, 5 oder 6 Jahren, das ist glaube ich gewesen, das erste Mal ins Stadion mitgenommen. Okay. War damals wahrscheinlich noch im Parkstadion, oder? Nee, das war schon also damals war es glaube ich noch die Arena auf Schalke, aber die heutige Veltins-Arena auf jeden Fall. Ah, okay. Sehr schön. Daran anschließend dann auch gleich meine nächste Frage. Erstes Spiel, kannst du dich daran noch erinnern? Ja, kann ich tatsächlich. Da ist der Gazprom-Deal frisch unterschrieben worden. Da gab es ein Freundschaftsspiel gegen St. Petersburg damals. Und da hat mein Vater mich mitgenommen. Wir sind nicht so regelmäßig ins Stadion gegangen früher. Also ich sag mal, ich alleine gehe regelmäßig erst so seit knapp 5 Jahren. Und das war auch mehr Eventcharakter. Also das hatte wenig mit Fußball zu tun, war halt ein Freundschaftsspiel. Es wurde ein bisschen mehr dieser Sponsorendeal gefeiert. Aber das war auf jeden Fall mein erstes Mal im Fußballstadion. Okay, dürfte wahrscheinlich so 2006, 2007 rum genau, gewesen sein. Genau. Ah, da haben wir noch gute Erinnerungen dran. Gab es ja den legendären Meisterschaftskampf am Ende. Aber lassen wir das, da gehen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail. Dein erstes Trikot, kannst du das an noch erinnern? Ja, muss ich aber separieren. Mein erstes Trikot war wahrscheinlich, ganz blöd gesagt, ein 0815 Schalke-Trikot, wo noch Victoria damals aber noch Sponsor war, das weiß ich noch. Aber um das mal zu separieren, das erste Trikot mit Namen hinten drauf, also das sind ja eher die Schätze, die man so hat, da weiß ich noch, habe ich extra bei uns im Kaufhaus beflocken lassen. Nachher war von Julian Draxler, das war damals ein bisschen mein Idol. Also ich bin ja quasi erst 20 Jahre alt und als ich so angefangen habe, selber zu kicken, da war das natürlich absolutes Vorbild für mich. Guter Kicker, keine Frage. Und mittlerweile hat er auch wieder sein Leistungsniveau ein bisschen gefunden. Dein Platz auf Schalke in der Arena, wenn denn wieder Zuschauer zugelassen sind, wo kann man dich denn da finden? Hast ja, mittlerweile, ich habe keine Dauerkarte leider, aber mittlerweile bin ich eigentlich immer Stehplatz unterwegs, also in der Nordkurve. Früher war es noch meistens die Südkurve, also gegenüberliegend, aber mittlerweile habe ich eigentlich so viele Kontakte, da komme ich eigentlich fast immer in die Kurve rein. Okay, sehr schön, Fabi, danke fürs Erste. Und der Bodo, der konnte jetzt ein bisschen zuhören, der kriegt jetzt nämlich die gleichen Fragen gestellt. Wie bist du zum VfB gekommen, Bodo? Ja, ich glaube, das fragen sich einige. Nein, okay. Also es ist natürlich relativ klassisch. Ich bin in Göppingen aufgewachsen. Das ist ja dann nicht mehr so weit nach Stuttgart. Und, aber jetzt bei mir in der Familie gab es, glaube ich, vor mir keine großartigen VfB-Fans. Es gibt so eine Legende, dass mein Elternhaus steht an der Bahnstrecke Stuttgart-Ulm und ich habe so Erinnerungen im Kopf, dass eines Tages eben dort ein Zug angehalten hat
und ich als kleiner Junge dann eben vor diesem Zug gestanden habe. Und das war wohl ein Zug voller VfB-Fans, die auf dem Weg waren zu irgendeinem Auswärtsspiel. Und die haben dann da, was weiß ich, Streckensperrung oder sonst irgendwas. Und die haben da halt eine Viertelstunde lang Party gemacht. Und das hat mir damals wohl so beeindruckt, dass ich dann zu meiner Schwester gesagt habe, so einer will ich auch mal werden. Ah, nicht schlecht, ja. So war das ist ja mal eine richtig coole Story, hey, auf die kann man Fall. Ja fast verfilmen. ja, dein erstes Spiel im Neckarstadion, kannst du dich daran noch erinnern? Kann ich tatsächlich auch, genau, das war das letzte Spiel der Saison 95-96 und das war ein Heimspiel gegen den KSC. Oh. Insofern lustig, weil ich jetzt ja heute in Karlsruhe wohne. Genau, ging 3-1 für uns aus. Und Fun Fact bei diesem Spiel, die Torschützen waren Freddy Bobic, Giovanna Elber und Sean Dundee, die vor dem Spiel allesamt bei 15 Toren standen. Und weil dann in diesem Spiel Bobic 2 Tore gemacht hat, wurden es dann 17 Tore und er wurde Torschützenkönig. Was ich aber zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gefunden habe. Also, ja. Aber gleich mal ein Highlight als erstes Spiel in Derby, absolut. Das ist doch... Ein guter leider Start. Bis dato mein letztes Derby, aber ich hoffe, dass es nicht dabei bleibt. Ja. Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Ja, dein erstes Trikot. Oder hast du überhaupt Trikots? Zur damaligen Zeit war das auch aus derselben Saison Balakow. Und ich hatte dann jetzt eigentlich die ganzen letzten Jahre keine mehr gekauft, bis jetzt dieses Vielfalt-Trikot rauskam. Das habe ich mir dann doch nochmal. Dein Platz im Stadion, also wenn du ins Stadion gehst, wo kann man dich da finden in der Regel? Oder bist du immer und überall zu finden? Nee, schön wär's. die letzten Jahre war es tatsächlich vor allem der Gästeblock eigentlich, also im Sinne von, dass ich meistens bei Auswärtsspielen war. Weil ich jetzt eigentlich, ich wohne jetzt zwar wieder in Baden-Württemberg davor, aber ganz, ganz viele Jahre lang nicht und da habe ich halt dann mehr oder weniger gesagt, wenn ich schon nicht zum VfB kommen kann, dann muss der VfB halt zu mir kommen. Das heißt, ich war in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall häufiger in Hannover oder in Mainz als in Stuttgart im Stadion. Okay, ach, sehr gut. Ja, vielen Dank auch an dich, Bodo. Dann machen wir mal weiter, Lennart. Genau, dann kommen wir jetzt zum Spiel am vergangenen Samstag. Wir blicken erstmal kurz auf die Aufstellung und schauen, reden dann so ein bisschen über die einzelnen Spielszenen. Janik, die Aufstellung war die gleiche wie gegen Köln. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal im Detail durchgehen. Mhm. Sosa und Wamagituka auf den Außen. Innen Förster und Castro davor. Kalajdzic und die Dreierkette und die Doppelsechser sowieso wie immer. Warst du überrascht, dass die gleiche Aufstellung war wie gegen Köln? Nee, eigentlich nicht. Dadurch, dass ja Tommy sich dann auch verletzt hatte zwischenzeitlich, weil das wäre vielleicht so eine Änderung gewesen, die ich begrüßt hätte, aber ansonsten war es okay. Es waren die Jungs auf dem Platz, die aktuell am besten performen. Mhm. Also von daher, alles gut. Ja. Die einzige Besonderheit war eigentlich, dass Hamadi Al-Ghadoui, der ja in den letzten Wochen auch schon durchaus mal für die zweite getroffen hatte, auch diesmal im Kader der ersten Mannschaft stand, auf der Bank allerdings saß. Und das Spiel ging los mit einer frühen Chance von Harit in der 5. Minute. Und da will ich mal gleich den Fabi ein bisschen einbinden. Als du die Chance gesehen hast, die dann wir ja zum Glück vereitelt haben, hattest du da ein gutes Gefühl für das Spiel? Oder wie war so deine Stimmung nach diesem ersten frühen Torschuss von euch? Also generell hat man bei uns ein leicht positives Gefühl immer in den Spielen. Man muss wissen, die ersten paar Minuten, 10, 20, 25 Minuten, die sind meistens von Schalke 04 gar nicht so schlecht. Gilt auch, glaube ich, für, ich weiß gar nicht, wann der Gegentreffer kam. Auf jeden Fall gilt es für große Teile der Spiele. Die Chance ist natürlich mega ärgerlich, ne? Also der muss ja nur in den 16er ablegen, wo Matthew Hoppy komplett frei steht. Ich weiß aber nicht, ob man da Harit auch so den Vorwurf machen kann. Klar, muss er den da ablegen, ist klar, aber auf der anderen Seite verlangen wir von den Jungs gerade in der Zeit, dass sie sich auch mal was trauen und an einem guten Tag geht der auch mal rein und nicht jeder Keeper hält den da auch. Deswegen, ja, mein Gott, ist Pech gewesen, aber muss man besser ausspielen. Ja, aber ich mache dem Jungen jetzt da keinen Vorwurf, dass er da alleine draufzimmert, denn das fordere ich immer jede Woche und dann kann ich nicht meckern, wenn sie es dann wirklich machen.
Ja, nein, das stimmt. Ja, der Ball kam ja über den rechten Schalker Flügel einmal quer rüber. Bodo, ich fand Mafropanos sah in der Situation nicht so wirklich gut aus. Wie fandst du ihn da? Oder war es vielleicht dann gar nicht seine Schuld am Ende? Na, ich meine, klar, er steht da arg weit weg von Harit. Ja, Entschuldigung. Aber ich fand eigentlich auch schon vorher, wie schnell eben die Schalker da auch über unsere linke Abwehrseite dann eben durchkommen und dann diese Flanke in die Mitte. Also aus meiner Sicht hätte die Situation eigentlich gar nicht erst entstehen dürfen. Mhm. Also das, ich finde, Mafropanos ist dann halt am Ende die arme Sau. Ich finde, er sah auch sonst nicht immer besonders glücklich aus gegen Harit, der da doch eher wuselig im Vergleich zu ihm daherkommt. Aber in der Szene, finde ich, war es jetzt nicht unbedingt Mafropanos Schuld. Ja, ja. Gut, dann über Mafropanos sprechen wir, glaube ich, auch noch später mal. Ja, dann kommen wir mal zur ersten richtigen Chance des VfB und die war direkt drinne. Und zwar, beziehungsweise, es war eigentlich die zweite, weil Langer ein bisschen unnötig, glaube ich, auch eine Ecke verursacht. Ich glaube, der wäre, glaube ich, auch so ins Ausgegangen. Auf jeden Fall gibt es eine Ecke von Sosa. Der Ball fliegt einmal quer durch den Strafraum und landet beim völlig alleingelassenen Endo, der sein erstes Bundesliga-Tor macht. Yannick, wie überrascht warst du, dass plötzlich Endo da steht und die Bude macht? Sehr überrascht. Also, das darfst du so nicht verteidigen, egal in welcher Liga du spielst. Ich habe es mir vorne auch nochmal in der Zeitlupe angeguckt. Sie probieren ja da in dieser Situation dann Mafropanos zu doppeln, weil sie die Angst haben, dass er eventuell an den Ball kommt und vergessen dabei komplett, dass dann Endo, ich glaube, er war selber auch überrascht, dass er da so frei steht. Ich glaube, so frei wird er wahrscheinlich auch nie wieder, sorry, es klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber nie wieder in seiner Karriere stehen, weil das kannst du so nicht verteidigen. Also aus Schalker Sicht desaströs. Ja, ich fand vor allem. Und also aus unserer Sicht natürlich glücklich. Ja. 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 Er muss sich ja nicht mal groß bewegen. Das finde ich ja das Erschreckendste. Ja, genau. Er macht den ja eigentlich aus dem Stand. Er muss nur noch einen Fuß hinhalten. Und ja, das Ding geht ja dann, glaube ich, auch noch lange durch die Füße, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also ja, maximal unglücklich aus Schalker Sicht. Ja, und Fabi, ich meine, das ist halt. Das sind halt so Fragen, so Standardfragen. Ihr habt, glaube ich, schon, hattet vor dem Spiel schon relativ viele Gegentore nach Standards bekommen. Kannst du dir erklären, wie man dann, also, wie sowas dann passieren kann in so einem Spiel? Ich weiß gar nicht, ich glaube, Yannick hat es gerade gesagt, maximal unglücklich aus Schalker Sicht sehe ich eigentlich komplett anders. Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Also das habe ich ja so noch nie wirklich gesehen und ich habe auch mit meinen 20 Jahren schon viele Schalke-Spiele gesehen, aber wie du das so absolut desolat und überhaupt nicht kommunikativ, überhaupt keine Absprache so verteidigen kannst. Wir kommen ja auf den zweiten Treffer noch gleich zu sprechen, das ist ja noch umso schlimmer, aber selbst wenn wir nur diesen Treffer zum 1-0 nehmen, man muss ja bedenken, die Spieler zuvor haben sich ja beim Sportvorstand, zumindest laut Medienberichten, aber den glaube ich einfach mal, weil sie ja einfach total übereinstimmend sind, beschwert haben über den Trainer, über Taktiken und es gibt gewisse Dinge, die kann man an Christian Groß definitiv kritisieren und muss man auch kritisieren. Ich glaube auch nicht, dass er die Ideallösung da ist, aber an der Qualität liegt es ja nicht. Also das sind ja alles Spieler, die haben schon weitaus größere Spiele gemacht. Also Skoda, Mustafi und ich weiß gar nicht was, Nastasic auf dem Platz, Stambouli, ich weiß es gar nicht mehr. Malik Chau ist auch kein schlechter. Also das sind alles gute Spieler, Sead Kolasinac, aber diese Mannschaft ist absolut kein Kollektiv. Es herrscht keine Kommunikation, keine Absprache und diese Szene, die ist absolut sinnbildlich für diese Mannschaft und für das Bild, was Schalke 04 gerade abgibt. Also diese Situation darf einmal auf gar keinen Fall vorkommen, aber wenn sie vorkommt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dann auf gar keinen Fall ein zweites Mal. Und ich muss leider gestehen, ich habe es schon ein bisschen kommen sehen, das kennt ja jeder Fußballfan, ne? Kommentatoren sagen dann so, ja, Schalke 04, die sind ja schon sehr schwach nach Standards, schon weiß ich nicht, wie viele Gegentore nach Standards. Und dann denkst du, ja, du Idiot, sag das doch nicht. Ne? Dann sieht man es schon ein bisschen kommen und ja, es hat mich auch nicht mehr umgehauen. Ich kalkuliere die Niederlagen ja ein bisschen schon in meinen Kopf ein. Ich habe mich ja, so traurig es klingt, dran gewöhnen müssen über die letzten Wochen und Monate. Deswegen, klar, es ist mega enttäuschend, aber es ist sinnbildlich. Ja, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen geziert, eben das anzumoderieren, weil das ist so eine klassische Moderatoren, das ist so eine klassische Kommentatoren-Anmoderation. Wir haben schon so viele Gegentore nach Standards kassiert und jetzt noch eins. Gut,
Ja, wir haben ja einiges zu besprechen, insgesamt 6 Tore in dem Spiel, deswegen machen wir direkt weiter. Schalke ist dann direkt ein bisschen höher angelaufen, hatte ich das Gefühl, was auch wiederum dem VfB ein bisschen mehr Chancen ermöglichte, weil Magituka hatte eine Chance nach dem Pass von Förster, der vorbeiging. Kalajdzic hat den Ball irgendwie an den Körper bekommen nach der Flanke von Magituka, konnte auch nicht viel machen in der 21., aber in der 19. hätte der VfB meiner Meinung nach einen Elfmeter bekommen müssen. Bodo, siehst du es auch so? Ja, absolut. Also klar, in der Situation selber dachte ich, okay, war da wirklich ein Kontakt, war da keiner, aber in dem Moment, wo du die Zeitlupe siehst, siehst, okay, der haut dem halt einfach das Bein weg und das ist ein Elfmeter. Also ich verstehe es gar nicht. Also es ist mir wirklich nicht klar, wie man, wie da der Schiedsrichter oder der VAR nicht eingreifen kann. Also, weil ja, offensichtlich winkt man, sieht den Kontakt, bewertet es nicht als strafbar, aber dann liegt nach meinem Dafürhalten, und das hat ja dann hinterher auch der DFB so festgestellt, liegt da trotzdem eine klare Fehlentscheidung vor. Ja. Im Gegensatz zu dem Elfmeter, den es dann tatsächlich gab, auf den wir dann, glaube ich, nachher noch zu sprechen kommen, aber in dem Fall, das war einfach eine klasse Fehlentscheidung. Ja, sehe ich auch so. Ich meine, wir wollen uns jetzt bei einem 5:1 nicht darüber beschweren, dass wir nicht noch ein sechstes Tor erzielen konnten. Aber es geht ja auch um Grundsätzliches einfach. Also das, ich meine, dass Guido Winkmann ein katastrophaler Schiedsrichter ist, der uns nicht das erste Mal, ich will nicht sagen verpfiffen hat, aber das erste Mal einfach schlecht pfeift, ein VfB-Spiel schlecht pfeift, das ist das eine, aber dass dann der VAR da nicht nochmal eingreift, bei meiner Meinung nach klaren Fehlentscheidung. Jo. Kommen wir mal direkt zur 26. Minute. Ja, also ich meine, Achso. zu dem Zeitpunkt steht es ja noch 1-0. Also, ne, Ja. das genauso gut passieren, dass in der 22. der Ausgleich fällt und dann haben wir ein völlig anderes Spiel. Naja, das war ja Also. wie beim Leverkusen-Spiel, wo du auch sagen musst, naja, wenn du den halt reinmachst, dann steht es halt 2-2 und stattdessen kriegst du im Gegenzug das 3-1, ne? Das ist klar. Zu dem Zeitpunkt hätte ich auch gern schon 2-0 geführt. Das war dann aber 5 Minuten später oder nee, 7 Minuten später der Fall in der 26. Minute. Castro schlägt eine Ecke rein, der Ball kommt wieder durch zu Endo und Endo macht ihn wieder rein. Ja, und da spätestens da, also ich bin da normalerweise echt nicht, also ich mache mich nicht über den Gegner lustig, aber da wusste ich, also ich wusste echt nicht mehr, was ich sagen sollte und habe das entsprechend auch auf Twitter rausgehauen. Ja, also ich meine, Fabi, möchtest du dann nochmal was ergänzen zu deinem Kommentar zum ersten Tor zu sagen? Ich habe gestern eine Aufnahme hinter mir gehabt, knapp 1,5 Stunden, wo ich schon mit einem anderen Schalker ja, fast drüber geheult habe. Aber jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auskennt, der weiß, du kannst einen Fehler machen, so dramatisch der auch sein mag. Aber in kürzester Zeit den zweimal zu machen, das ist wirklich fatal. Und nicht nur im Profibereich, das zählt auch für den Amateurbereich. Und da fragst du dich als Fan natürlich, der von außen so machtlos zuguckt, ja, Jungs, wie kann das sein? Und nicht nur als Schalke-Fan, sondern auch als Stuttgart-Fan. Ich meine, so einfach 2 Tore in so kurzer Zeit kriegst du ja, also im Normalfall nicht mal in der ersten Runde im DFB-Pokal geschenkt. Das ist ja absolut Wahnsinn. Und da war eine Menge Frust dabei. Ich habe mich schon oft aufgeregt natürlich bei Niederlagen, aber langsam hat das so ein bisschen abgeflacht. Aber vorgestern, also haben heute Montag, da ist es wirklich nochmal, ja, ich will nicht sagen explodiert in mir, aber es hat mich schon sehr, sehr genervt, dieses 2-0. Ja, und wir müssen eigentlich schon direkt weitermachen, weil in der 34. Minute schießt Kempf, hat eine gute Chance, Langer pariert zur Ecke. Jo, und vielleicht reden wir, bevor wir über das 3-0 reden, nochmal kurz über Michael Langer. Der hat ja sein drittes Bundesligaspiel von Beginn an gemacht in diesem Spiel. Das erste war 2007, das Spiel des VfB gegen Wolfsburg, als Mario Gomez sich die Hand gebrochen hat, als er auf den Medizinkoffer gehauen hat. Das zweite war jetzt gegen Leverkusen, glaube ich, in der Hinrunde. Das war jetzt das Ja. dritte. Was hältst du denn von Langer? Also ich weigere mich irgendwie, Michael Langer für irgendwas verantwortlich zu machen. Der hat bestimmt nicht das Niveau, in der Bundesliga als erster Torwart anzulaufen. Dafür wurde er eben aber auch nicht geholt. Das ist der dritte Torwart bei uns und passt natürlich in die Lage, dass, wenn sich der erste Torwart Ralf Herrmann verletzt, dass dann auch der zweite Frederik Rönnow, die ich beide für eigentlich überdurchschnittlich gute Bundesliga-Torwärter halte, dass der dann auch verletzt ist und dann Michael Langer ran muss. Ich glaube, der hat seine Sache trotzdem, insofern, dass er eben der dritte Keeper ist, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, 36 Jahre mittlerweile alt ist, eben sein drittes Bundesligaspiel vom Beginn an macht. Ich glaube, dafür macht er seine Sache okay und der muss sich da von keinem was anhören. Ist auch über den Platz hinaus eine Person. Ich glaube, er war mit der einzigste Spieler, der sich dann
der sich nach dem Spiel den Mikrofon gestellt hat. Ja, ich weigere mich, ihn da irgendwie zu kritisieren, aber klar ist auf jeden Fall Michael Langer, der ist kein Bundesliga-Torwart, aber das muss er auch gar nicht sein. Dafür wurde er auch nicht geholt, macht seine Sache in Ordnung und kann die ein oder andere Sache besser machen, so ist es richtig. Aber mein Gott, ich glaube, da muss man andere vorher in die Pflicht nehmen. Ja, naja. Ja, zum Beispiel Leute, die einen Borna Sosa am Strafraumeck flanken lassen und gleichzeitig einen Sascha Kalajdzic nicht unter Kontrolle kriegen in der Mitte. Das war ja so ein bisschen unser klassisches Torschema. Ich glaube, das ist das fünfte Spiel in Folge, in dem Kalajdzic getroffen hat. Und das vierte Spiel in Folge, Ligaspiel. Bitte? Ich dachte, das sechste Tor im fünften Spiel, oder? Ich weiß ja, genau, im fünften Spiel, glaube ich. Und ich glaube, bei fast allen Toren kam die Flanke von Sosa. Yannick, toll gemacht, oder? Also, Sosa zieht sich den Ball nochmal so zurück und dann wirklich auf den Kopf drauf. Ja, also, wenn du Sosa in diesen Zeiten so frei, du hast es gerade erwähnt, flanken lässt, dann ist das halt meistens gefährlich und das macht er super. Auch der Kopfball hat eine sehr ungewöhnliche Fluglaufbahn, ganz blöd für den Torwart, gegen die Laufrichtung und schlägt dann wunderschön ein. Ja, besser kann man es nicht machen. Schönes Tor. Aber hätte man auch im Vorfeld aus Schalker Sicht besser verteidigen können, sicherlich. Ja, Fabi, nochmal ganz kurz, wie siehst du bei dem Tor? Nach dem 2-0 warst du wahrscheinlich eh schon, hat's wahrscheinlich eh schon kein Licht mehr, aber nochmal einen Blick aufs Tor. Also ich glaube, dass bei dem Tor, ich glaube, bei jedem Tor kannst du irgendwo Kritik ansetzen und sagen, ja, da muss Spieler X besser hingehen, zumachen, in den Zweikampf gehen. Das ist ein Tor, das kann dir passieren. Also Sasa Kalajdzic ist ja wirklich, das ist ja so ein Riese. Also da kommst du ja auch mit zwei Mann nicht hinterher, was die Lufthöhe angeht. Klar, Flanke musst du verhindern und allem drum dran, aber in der Situation, in der Schalke ist und gerade mit den zwei Toren, die davor passiert sind, kann ich mit dem Tor, so blöd es klingt, ja noch am ehesten leben. Also das ist ein Tor, das kannst du mal kassieren. Da bin ich noch, ich glaube, da war ich noch viel mehr sauer über die Tore, die davor gefallen sind. Demnach war das Spiel aus meiner Sicht sowieso schon gelaufen. Dass dann noch das dritte Tor kam, dachte ich mir auch, ja mei. Also es war sowieso für mich klar, dass Christian Groß auch nicht weitermachen wird, egal wie das Spiel ausgehen würde. Deswegen habe ich es mehr oder weniger einfach akzeptiert. Also gegen Sascha Kalajdzic und Kopfballtor zu kassieren, ist jetzt nicht eine Schande, finde ich. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist halt auch schwer zu verteidigen, wenn du halt jemanden hast, der 2 Meter hoch ist und gleichzeitig halt den Sosa hast, der halt so eine gute Flanke auch schlägt. Das muss man ja auch mal sagen. Also die muss ja auch so runterkommen, dass halt keiner drankommt außer Kalajdzic. Ja, und dann rückwärts drückt, also ne, der Kopfball, ich glaube, der wäre auch nicht reingegangen, wenn wir nicht zu dem Zeitpunkt schon 2-0 geführt hätten. Ja. Also das ist echt ein unmöglicher Kopfball, der fällt ja so halb nach hinten und also Kalajdzic und der Ball fällt dann ins lange Eck. Also. Ja. Wobei das auch schon so ein Signature-Move von Kalajdzic ist, ne? Hoch und dann so ein bisschen in Rückenlage. Also das habe ich jetzt schon häufiger gesehen, nicht nur bei dieser Geschichte mit Gladbach damals im Pokal oder in der Liga war das. Sondern auch sonst. Also der kommt einfach dadurch auch leicht in Rückenlage und da trifft dann halt echt gut. Ja, und bevor wir dann zur Halbzeit kommen, trifft Schalke nochmal durch Kolasinac in der 40. auch wieder nach dem Querpass, der von der rechten Seite rüberkam. Yannick, wie sehr hat bei dir das Nervenflatter eingesetzt nach dem Tor? Oder hat es überhaupt eingesetzt? Ja, durchaus, weil zu dem Zeitpunkt, klar, wir lagen 3-0 in Führung. Ist natürlich auf den ersten Blick eine komfortable Führung, aber ja, kurz vor der Pause macht Schalke eben das 3-1 und dann sind eben noch 45 Minuten zu gehen und du weißt dann auch nicht, wie kommt der Gegner aus der Kabine und deswegen, hätte durchaus noch was passieren können, man hat es ja dann, wir kommen ja gleich zur zweiten Hälfte, dann auch gesehen, es war kein ungefährliches Unterfangen, also ja, so ein bisschen ist mir dann schon die Pumpe gegangen, aber unterm Strich war ich dann doch entspannter wie in manch anderen Spielen, weil dann halt eben noch diese 2 Tore Vorsprung standen. Ja, ja. Fabi, war das denn für dich mal noch Anlass, um Hoffnung zu schöpfen? Oder,
Ich muss ehrlich gestehen, als das Tor gefallen ist, da war ich gerade in der Küche, habe mir gerade, ich glaube, einen Kaffee habe ich mir gemacht und ich höre nur den Kommentator brüllen. Ich bin fest davon ausgegangen, dass es das 4-0 für Stuttgart war und ich kam dann zurück und habe gesehen, ach, es steht 3-1, okay. Als ich dann die Wiederholung gesehen habe, ich glaube, das ist einfach besser ausgespielt als die Chance in der fünften Minute. Also Werdegang ist ja relativ ähnlich. Also die rechte Seite, die hat gar nicht so schlecht funktioniert. Ich fand auch beide Chancen über rechts gar nicht so schlecht herausgespielt dafür, dass wir wirklich so abgeschlagen haben in letzter sind. Also ich fand, das hat mit Becker und William gar nicht so schlecht funktioniert. Und da macht Serhat Kolasinac das einfach besser als Harit in der Situation und macht dann nochmal den Anschluss, der, glaube ich, Schalke auch gar nicht so schlecht getan hat. Also ich glaube, Schalke hat sich ja, wir kommen ja gleich noch auf die zweite Halbzeit zu sprechen, waren die ja gar nicht so schlecht für eine Zeit lang. Aber Hoffnung, ja, hat es mir jetzt, muss ich ehrlich gestehen, nicht so sehr gegeben. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, zumindest zu dem Zeitpunkt, dass da rechnerisch noch was geht. Ja, mir ging es ähnlich wie dir, Jan. Ich dachte so, einfach unnötig, zu dem Zeitpunkt unnötig, noch ein Gegentor zu kassieren. Klar, für es immer noch 3-1, aber wir wissen ja auch, dass die Mannschaft in den letzten Spielen in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgebaut hat. Aus verschiedenen Gründen, darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen. Und so war es auch diesmal. Der VfB hatte zwar durch Mangala noch einen guten Schuss in der 52. Aber Schalke wurde dann noch stärker. Wir kommen auch gleich noch auf ein paar Chancen zu sprechen. Erstmal wurden noch in der 62. die Davi für Förster eingewechselt und Clement für Castro. Also man hat quasi seine beiden Offensivspieler da im zentralen Mittelfeld ausgetauscht. Wir wissen ja mittlerweile, dass die beiden, die Davi und Clement später noch ihre Tore gemacht haben. Bodo, wie fandst du denn die beiden bis zu diesen beiden Treffern oder unabhängig von den beiden Toren, die sie gemacht haben? Ich meine, das meinst du es Castro und die Davi und Clement. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ob jetzt das Spiel gekippt ist, weil die beiden reingekommen sind, beziehungsweise weil die anderen beiden rausgekommen sind. Ich habe tatsächlich von beiden jetzt nicht mehr so viel gesehen, also, aber was natürlich dann auch mit der gesamten Mannschaftsleistung zusammenhing. Also Clement hat dann ein-, zweimal noch versucht, nach vorne zu spielen, dann ziemlich direkt, nachdem er reinkam. Aber das war ja dann das Problem, dass wir dann eh in der zweiten Halbzeit gesehen haben, dass dann halt vorne die Bälle doch immer wieder relativ schnell weg waren, dass Kalajdzic sie auch nicht mehr so gut festmachen konnte. Deswegen fand, sie sind dann doch bis auf diese Tore relativ blass geblieben. Das war mein Eindruck. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also gerade, ich habe noch getwittert, weil irgendwer meinte, boah, was soll denn der Wechsel jetzt? Und ich gesagt, ja gut, von Clement erwarte ich eh nicht viel und die Davi ist halt unsichtbar. Ja, so schnell kommt es zurück in so einer Situation. Hatten wir die Chance von Serdar in der 67. wo Kobel gut pariert. Kobel hat auch später noch einen Schuss von Schöpf pariert und Kobel hat vor allem einen Elfmeter pariert. Den hat Harit bekommen für einen Foul an ihm. Bentaleb verschießt dann, beziehungsweise Kobel pariert. Fabi, was sagst du zu der Elfmeterentscheidung? Ich fange noch ein bisschen vorher an, hast jetzt ein paar Chancen auf einmal genannt. Ich muss gestehen, oder was heißt gestehen, ich muss einfach meine Lanze für Suat Serdar brechen, der tut mir ja wirklich leid. Also der hat in den letzten beiden Spielen jetzt, also gegen Dortmund und gegen Stuttgart, wo du zur Halbzeit beide Male mit zwei Toren hinten liegst, hat der eine Chance auf den Fuß, die er eigentlich auch ganz gut trifft, also den Ball trifft er zumindest gut und ja, dann hat er einfach dieses Pech gegen Dortmund, das ist der Pfosten und bei Stuttgart steht halt ein starker Keeper dann im Tor. Tat mir sau leid, weil das sind dann natürlich Momente, da kannst du nochmal Energie sammeln und dich nochmal pushen. Dass du dann noch eine Chance auch durch Schöpf hast, gut, die war jetzt auch meiner Meinung nach zwar gut, aber ja, du brauchst diesen Anschlusstreffer meiner Meinung nach früher. Bezüglich vom Elfer, ja, ich finde, also ich tue mich immer schwer so ein bisschen im Profifußball, weil ich habe das Gefühl, in der Bundesliga gelten immer andere Regeln, als ich sie eigentlich haben will. Das gilt jetzt nicht nur für Elfer-Entscheidungen, das gilt auch für Sachen auf dem Platz meistens, aber so ist es halt, das muss ich akzeptieren.
Und Harit, der ist mal leicht wie eine Feder und das sieht auf den Bildern auch ein bisschen blöd aus. Im Live-Bild ist es dann ein bisschen anders auch. Er nimmt den Kontakt halt mit und im Fußball in der Bundesliga zählen die Schiedsrichter das halt als Foul. Das muss man nicht gut finden, aber das ist ja nicht bei weitem nicht das erste Mal und das ist an sich auch nicht regelwidrig. Ob man das gut findet, ist die eine Sache, aber ja, das ist halt, in der Bundesliga wird das zumindest als Elfmeter gewertet, wenn eben Kontakt da ist und du den, ja, wie man so blöd sagt, meiner Meinung nach, dankend annimmt. Also es ist eigentlich so eine Krux, dieser Satz, ich nehme einen Kontakt dankend an und nehme deswegen den Elfmeter, aber gut. Dass den dann Bentaleb schießt, der kann den natürlich schießen und ich habe ja auch ein bisschen Vertrauen in den Jungen. Ich meine, klar hat er eine Geschichte auf Schalke, aber zumindest was die Elfmeter angeht, hat er eigentlich immer einen super Job gemacht. Ich glaube, ich habe erst einmal erlebt, dass der einen verschossen hat und der hat zumindest in den Spielen, wo er auf dem Platz stand, wenn Schalke da einen Elfer gekriegt hat, dann hat er den geschossen und die eigentlich immer reingeballert. Dass er ausgerechnet, er auch noch, ne, den dann verschießt, das ist natürlich tragisch, das ist natürlich total symbolisch für die ganze Situation. Und zeigt auch nochmal den Punkt, den ich schon mal angesprochen habe, eben diese Führungslosigkeit, dass es kein Kollektiv ist. Im Normalfall hast du in solchen Situationen einen festen Mann, der schießt halt die Strafstöße. Und wenn nicht, dann hast du einen, der vorangeht. Aber es kann doch beim besten Willen nicht sein, dass ein Spieler, der fünfmal suspendiert wurde, jetzt kurz wieder dabei ist, dass der da antreten muss. Also beim besten Willen, dann lass bitte Sead Kolasinac oder meinetwegen auch Amin Harit, der hat auch schon ein paar geschossen, lass die dann das Ding machen, aber bitte nicht Nabi Bentaleb, also das ist ja tragisch. Mir tut es ein bisschen leid auch für ihn, ich glaube, keiner verschießt da gratis einen Elfmeter, für ihn geht es ja auch darum, sich interessant zu machen für andere Vereine jetzt im Sommer, also dem wird das auch nicht gefallen, aber die ganze Situation hat da natürlich das Momentum total in die andere Richtung kippen lassen, weil wenn du da, ich weiß gar nicht, welche Minute war es, 70. ungefähr, 71, ja. 71. Wenn du da das 3-2 machst, dann wird es natürlich nochmal spannend die letzten Minuten. Also die Frage ist, muss er wirklich den Elfmeter schießen? Also ich meine, er ist kurz vorher eingewechselt worden, er kann ja eigentlich nicht eingeteilt gewesen sein. Ja, ich sag ja, also es gab ja, gab da auch eine Aussage, glaube ich, die war von Christian Groß sogar dazu, dass eigentlich Harit den schießen wollte, aber dann mit Bentaleb diskutiert hat. Da fängt es ja auch irgendwo schon an, ne? Dass gerade in so einer Situation dann, ich hatte das Gefühl, das habe ich gestern auch so gesagt in meiner Ausgabe, normalerweise in einer guten funktionierende Mannschaft, nimmst du diese Chance und siehst es eben auch als positive Chance, jetzt nochmal ranzukommen, das als positive Energie zu nutzen. Und ich hatte eher das Gefühl, die Mannschaft hat auf einmal das als negativen Punkt gesehen, so als Drucksituation, weißt du, dass sie quasi gedacht haben, boah, wenn wir den jetzt verschießen und so, quasi an das Negative gedacht haben, anstatt in die positive Richtung. Ist jetzt viel Psychologie dabei, aber ich glaube, ich würde zumindest der Mannschaft zutrauen, dass das dann eher dieses negative Gedanken präsent ist, anstatt eben dieses positive Kommen, wir hauen jetzt den Ball da rein und kommen nochmal ran über die letzten Minuten, anstatt zu denken, wow, wenn er den jetzt hält, dann ist wieder alles vorbei und dann hängen die Köpfe wieder unten. Ich glaube, dieses negative Mindset, das ist extrem präsent in dieser Mannschaft. Ja, ich meine, wir kennen das ja ein bisschen auch von unserer letzten Abstiegssaison, wo wir auch erbärmlich schlecht waren und wo halt, also man erinnert sich ja schon gar nicht mehr an Details. Aber wir hatten auch zig so Spiele, wo du halt dann doch nochmal die Chance hast, irgendwie ranzukommen oder auszugleichen, dann verkackst du es und dann kriegst du im Gegenzug das Tor, dass das dann so wie das Spiel zumacht. Also, Yannick Bodo, ich glaube, wir können das gut nachfühlen, wie es den Schalke in dieser Saison geht. Wir hatten zwar nicht ganz so wenig Punkte, aber trotzdem unglaublich viele solcher unglaublich frustrierenden Spiele, wo du eigentlich nicht so wahnsinnig schlecht bist, aber es einfach an ganz vielen Stellen im Spiel verkackst. Also anders kann man es ja nicht sagen. Guck mal das letzte Heimspiel gegen Schalke, wo González den Ball an Pfosten schießt vom leeren Tor. Ja. Also das war genau dieselbe Situation. Naja, genau. Solche Sachen. Ich glaube, was mich am Elfer eigentlich am meisten aufgeregt hat, also klar, der Kontakt war da, war halt, dass der andere Elfer nicht gegeben wurde. Das war so ein bisschen das, was mich eigentlich am meisten geärgert hat, glaube ich. Ne? Deswegen. Dann wurde Stenzel für Kempf eingewechselt in der 76. Minute. Da hoffen wir mal, dass es keine Gehirnerschütterung ist. Das hatte Müslintat auch gesagt, dass es nur Kopfschmerzen sind und keine Gehirnerschütterung. Schalke, wie gesagt, mit einigen Chancen, Kobel mit sehr starken Paraden. Also Yannick Kobel, fast sogar sein bestes Spiel diese Saison, oder? Ja, durchaus. Also da hat er
auch ein paar Mal, gerade der Schuss von Schöpf, der war richtig gut. Ah, und 82. Ja, den hat er dann auch noch, glaube ich, an den Pfosten gelenkt. Den hat er stark pariert, den Elfmeter gehalten. Es steht ja jetzt auch zu Recht in der 11. Spieltages. Und ja, das war sicherlich eine seiner besten Leistungen, die er bisher bei uns gezeigt hat. Mhm. Ja, das fand ich auch. Da hatten wir noch einen Wechsel, oder beziehungsweise einen Doppelwechsel in der 86. Minute. Hamadi Al-Gadoui mit seinem Bundesliga-Comeback für Kalajdzic und Koulibaly für Wamangituka. Von Al-Gadoui habe ich nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber Koulibaly fand ich, der das Spiel durchaus belebt, auch wenn er jetzt nicht unbedingt noch, noch ein Tor geschossen hat oder sich noch wirklich vorne einbringen konnte. Bodo, wie siehst du denn Al-Gadoui perspektivisch? Dessen Vertrag läuft ja, glaube ich, auch erst im Sommer aus. Was meinst du? Ich finde ihn also als ich finde ihn total sympathisch, ich finde ihn total cool. Er hat uns in der zweiten Liga mega weitergebracht. Inwieweit es in der Bundesliga noch der Fall ist, weiß ich nicht. Ich glaube halt, dass es ein guter Spieler wäre, wenn der jetzt quasi wenn leistungsbezogenen Vertrag bei uns bliebe und dann halt einfach, also der wird nicht viele Einsatzzeiten bekommen, aber der wird auch keinen Stress machen, wenn der mal 10 Spieler auf der Bank sitzt. Mhm. Also da in der Rolle sehe ich ihn, ich glaube, alles was darüber hinaus, da kommen ja von unten dann auch noch wieder andere hoch. Sanko wird vermutlich nächste Saison eine etwas stärkere Rolle spielen. Wenn Egloff irgendwann wieder fit ist, ja, muss man sehen, wo dann der Platz von Hamadi Al-Gadoui ist. Und genau, ich sehe ihn tatsächlich einfach als Ergänzungsspieler. Schalke ja. Könnte noch einen Stürmer für die nächste Saison gebrauchen. Also in der zweiten Liga super, ne? Ich meine, da hat uns den Sieg in Bielefeld, in Bochum, das hätten wir alles nicht gewonnen. Ohne, ne? Ja, also für die zweite Liga auf jeden Fall ein guter Spieler. Das war er ja auch schon, als er zu uns kam, also von Regensburg. Also, ja, ich weiß nicht, wer bei euch momentan überhaupt noch Transfers für die nächste Saison machen kann. Dazu kommen wir gleich noch. Aber Al-Gadoui ist auf jeden Fall jemand, den man, glaube ich, sowohl menschlich als auch sportlich für die zweite Liga auf jeden Fall empfehlen kann. Menschlich denke ich sowieso. Aber genug von der Zukunftsplanung auf Schalke. Erstmal noch zurück zum Spiel. Das ging nämlich am Ende 5-1 aus, weil zum einen Philipp Clement sein erstes Bundesliga-Tor macht mit in 88. Minute. Ein Schuss aus der Drehung. Und die Davi dann aus, ich glaube, 20 Metern unbedrängt knallt das Ding in den Winkel. Zum einen schöne Tore, zum anderen natürlich auch so ein bisschen den Deckel drauf gemacht und, glaube ich, endgültig unsere Nerven beruhigt innerhalb von 4 Minuten. Fabi, vielleicht sagst du nochmal was zu den beiden Toren. Ist dann auch egal, weil du sagtest ja so ein bisschen, nach dem verschossenen Elfmeter war das Spiel eh so ein bisschen gelaufen, auch aus Schalker Sicht schon? Ja, also Ich hab nicht wirklich mehr an den Punktgewinn geglaubt. Glaub auch, dass da ein zweites Tor. Es wäre sehr, sehr knapp geworden, sagen wir es mal so, von der Zeit her. Ich glaube aber, das sind beides Tore, die fallen halt, wenn es läuft. Ne? Also wenn du genau. Das Spielglück auf deiner Seite hast, dann machst du halt eben in 4 Minuten die 2 Tore. Schalke 04 hatte ja jetzt mal rein von. Wenn wir jetzt mal nur diese beiden Chancen nehmen, hatte Schalke in der zweiten Halbzeit ja genug Chancen, die mindestens gleichwertig waren. Mhm. Aber Schalke hat dann halt das Pech, dass Gregor Kobel da wirklich einen guten Tag erwischt hat. Und ja, Michael Langer, wie gesagt, ich mache dem gar nicht so den großen Vorwurf. Ich glaube, ein guter Bundesliga-Keeper, der regelmäßig spielt, der kann zumindest mal einen von den beiden auch halten eventuell. Aber wie gesagt, das Spiel, das geht woanders verloren. In der ersten Halbzeit durch andere Spieler und wie gesagt, dann ist es am Ende 5-1. Ob es dann zu hoch ist oder nicht zu hoch, das macht aus Schalker Sicht dann auch nicht mehr wirklich den Braten fett. Das Torverhältnis ist sowieso katastrophal. Mein Gott, soll der VfB die 4 Extrapunkte, was Torverhältnis angeht, mitnehmen und gut ist. Ja, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die uns irgendwas bringen, weil ich glaube, wir werden, also so wie es jetzt aussieht, landen wir, glaube ich, locker flockig irgendwo im Nichts und sind damit auch ganz zufrieden. Ja, aber das wäre doch schon relativ positiv, oder? Also auf jeden Fall. Erste Saison nach und auf jeden Fall. Das ist das, was wir uns seit Jahren wünschen, eine ruhige Saison, wo wir irgendwie im April schon, oder eigentlich jetzt schon, aber können wir gleich noch drüber sprechen, aber auf jeden Fall schon relativ früh im Frühjahr die Beine hochlegen können als Fans und nicht mehr jede Woche zittern müssen. Wir haben noch einen Kommentar zum Spiel von @jörg_k, der hatte geschrieben zum Spiel, es hatte alles, Jubel, Trubel, hoch und runter mit einem geilen Ende. Kann man, glaube ich, so unterschreiben, was ich trotzdem noch interessant fand, Yannick, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, die Mannschaft verfällt gegen Ende des Spiels oder in der zweiten Halbzeit in so eine Müdigkeitsphase, da
erholt man keine zweiten Bälle mehr, man verliert unglaublich viele Zweikämpfe. Und ja, auch so Spieler wie Endo oder Mangala zeigen dann unerwartete Schwächen. Meinst du, wir hätten dieses 3:2 über die Zeit gebracht, wenn der Elfer reingegangen wäre? Boah, gute Frage. Es wäre auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend geworden, weil dann natürlich auch die Schalker, auch wenn sie gerade von der Mentalität her vielleicht nicht das zeigen, was eine Bundesligamannschaft zeigen sollte, sicherlich dann nochmal die zweite oder dritte Luft gehabt hätten und vielleicht dann auch das Momentum auf ihrer Seite gehabt hätten. Das kann man jetzt natürlich im Nachhinein so oder so sehen, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall nochmal eng geworden. Und ja, sind wir einfach froh. Ich war einfach froh, dass der Elfer nicht reingegangen ist. Ich glaube, das war dann auch der endgültige K.O. für Schalke, weil sie waren in der zweiten Halbzeit, haben sie es wirklich druckvoll gespielt in einigen Szenen und ja, hatten dann halt einfach das Spielglück nicht auf ihrer Seite. Mhm. Ich denke, so fair muss man auch sein. Wenn das vielleicht gegen einen anderen Gegner gewesen wäre, so eine Spielsituation oder auch wieder so eine Leistung in der zweiten Halbzeit, dann wäre es vielleicht auch trotz 3-1-Führung eng geworden. Aber bei Schalke ist halt, wie gesagt, gerade dieses Glück, diese Mentalität, dieser Glaube an sich selber einfach nicht vorhanden. Und dann, ja, ist es eigentlich schon fast, das habe ich mit einem Schalke-Fan, mit dem ich gut befreundet bin, das habe ich ihm geschrieben, eigentlich ist es fast schon peinlich, mit so einer Leistung in der zweiten Halbzeit noch 2 Tore zu machen. Das muss man jetzt wirklich auch mal sagen. Die Tore waren schön, vor allem das Tor von Clement, aber ja, es war dann schon auch ein bisschen schmeichelhaft und auch etwas zu hoch. Und dieses Problem mit der zweiten Halbzeit, das ist, denke ich, noch eine Stellschraube für diese Saison, die man unbedingt nochmal neu anziehen muss und nochmal auch optimieren sollte aus Trainersicht. Weil das ist wirklich ein Problem, das zieht sich seit längerem so ein bisschen wie ein roter Faden durch unsere Spiele. Und das kann eben gegen den anderen Gegner, bei allem Respekt vor Schalke, das kann dann wirklich auch mal nach hinten losgehen, ja, der Schuss. Ja, deswegen ist es auch gut, dass wir schon so viele Punkte haben. Ja, Bodo, durchaus, ja. Bodo, wir hatten ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen bei uns im Podcast. Köln-Spiel lief ähnlich, nur das, was halt da auch knapp über die Zeit gebracht haben. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt jetzt am Wochenende, was eigentlich der Unterschied war zu dem Köln-Spiel, erstmal abgesehen vom Ergebnis. Was gleich ist auf jeden Fall, dass wir wieder 3 Tore nach Standards diesmal geschossen haben, aber sonst aus dem Spiel heraus relativ wenig geht. Und zum einen die Frage, was meinst du, woran es liegt, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit immer so ein bisschen abbaut? Wir haben ja vermutet, dass es so ein bisschen was auch einfach mit Müdigkeit zu tun hat. Und was sagst du dazu, dass aus dem Spiel heraus nicht mehr so wahnsinnig viel geht aktuell bei uns? Also zu der Frage, warum wir in der zweiten Halbzeit dann eben doch immer wieder so abbauen. Ne? Ich meine, das hatten wir auch schon in der Hinrunde. Frankfurt war ja so ein Themafall. Gleichzeitig hatten wir aber auch so Spiele wie das Hinspiel in Schalke, auf Schalke, sorry Fabi. Mitgedacht. Das, wo die zweite Halbzeit bei uns wesentlich stärker war als die erste. Ich tue mich da jetzt tatsächlich schwer. Also mir ist aufgefallen, dass es tatsächlich so bis Mitte 60. fand ich es eigentlich völlig in Ordnung von uns. Ich habe auch so nach der 30. Minute, als es schon 3-0 stand, habe ich gesehen, wir pressen immer noch früh, wir pressen immer noch im gegnerischen Strafraum. Und dann auf einmal Mitte der zweiten Halbzeit hört das alles auf. Und wir verteidigen irgendwie nur noch 10 Meter hinter der Mittellinie. Und ich weiß nicht genau, warum. Also klar, du kannst nicht die ganze Zeit so hoch pressen. Das leuchtet mir ein. Aber der Plan B, den es dann zu geben scheint, der scheint noch nicht so richtig zu funktionieren. Also weil Schalke ja wirklich mindestens 3-4 wirklich gute Chancen hatte. Dann auch nach diesem Ball, den Kobel da ins Lattenkreuz lenkt, direkt danach kommt er noch, glaube ich, nach der Ecke. Noch so ein Schuss aufs kurze Eck, der dann knapp vorbeigeht. Also wir haben auch nach dem Elfmeter noch ganz schön gewackelt. Naja. Ja, zweite Frage warum, sorry. Nee, sag ich. Nee, also warum wir jetzt aus dem Spiel heraus uns so schwer tun, weiß ich auch tatsächlich nicht so richtig. Also ich erinnere mich auch, dass es am Anfang der Saison noch leichter schien. Erinnere mich da an das Spiel gegen Freiburg oder dann das Tor von Kalajdzic oder so. Also wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir viele Tore an, die da aus dem Spiel herausgefallen sind, die jetzt eben eher nicht mehr fallen.
Ein Faktor sind mit Sicherheit die etwas fehlenden Umschaltsituationen, ist gerade das halt Silas immer wieder auch versucht wird, aus dem, also dass der Gegner immer wieder versucht, Silas aus dem Spiel zu nehmen. Aber ich fand, Silas hat es dieses Mal echt sehr gut gemacht. Auch wenn da jetzt vielleicht kein Tor bei rausgekommen ist, fand ich seine Leistung echt völlig in Ordnung. Ja, Schalke stand ja auch nicht so tief wie die Kölner letzte Woche. Ne? Ja, das war ja schon auch ein Unterschied. Also weil Köln hat sich einfach nur hinten reingestellt und hat halt trotzdem das Gegentor kassiert. Ja. Gut, ich will aber die Folge jetzt nicht schon wieder Klagen auf hohem Niveau nennen. Müssen uns diesmal was anderes ausdenken. Deswegen reden wir nochmal über was Positives, auch wenn man natürlich so Sachen einfach mal, also es ist halt so, man muss halt drüber sprechen, auch wenn es natürlich bei nach dem 5-1 nicht so viel zu meckern gibt eigentlich, aber das ist ja nicht so, als ob wir jetzt hier Schalke an die Wand gespielt hätten über 90 Minuten. Endo mit 4 Torbeteiligungen insgesamt, der hat die beiden letzten Tore noch vorbereitet, also Wahnsinnsspiel für den Jungen, freut mich echt, oder ist ja kein Junge mehr, ist ja schon in den seinen 20ern, also auf jeden Fall super starkes Spiel. Ja, und wir haben natürlich auch noch ein paar Hörerfragen bekommen und wir wollen aber noch mit einem anderen Thema einsteigen. Fabi, am Sonntag wurden Christian Groß entlassen, unser ehemaliger Co-Trainer Rainer Wiedmeier, Sascha Rieter, der ist, glaube ich, was für eine Funktion hatte der? Teamkoordinator, genau. Jochen Schneider, der sowieso zum Saisonende gegangen wäre und, jetzt habe ich mir den Vornamen nicht aufgeschrieben, der Athletiktrainer Werner Leutert, genau. Wurden alle auf einen Schlag entlassen am Sonntag, was für mich so ein bisschen wirkte, als hätte man auf dem sinkenden Schiff irgendwie, keine Ahnung, nochmal ein Loch ins Boot gehauen, keine Ahnung. Schräge Analogie, aber was sagst du zu diesem Fünffach-Auswurf? Ja, da habe ich gestern 1,5 Stunden drüber philosophiert. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Also ich habe meine Folge, die heute rausgekommen ist, Armageddon genannt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wenn wir uns mal die kurzen Personalien angucken. Also Christian Groß war nach dieser Revolte von den Spielern sowieso unten durch. Das kannst du nicht mehr durchziehen, musste entlassen werden. Rainer Wiedmeier weiß keiner irgendwie jetzt, was er wirklich geleistet hat auf Schalke, ist mit Christian Groß gekommen, war jetzt 2 Monate dabei. Ich schätze mal ähnliche Probleme. Ich glaube, wenn du den Cheftrainer kritisierst, kommst du am Co-Trainer selten vorbei. Sascha Rieter stand schon länger in der Kritik, zumindest von den Fans her, weil er halt eine Funktion inne hatte. Es wurde immer kommuniziert, dass er für Sachen wie Hotels, Trainingslager, Testspiele, für sowas verantwortlich ist. Und in letzter Zeit war er mehr oder weniger immer der, den man dann vor die Sky-Mikros geschickt hat, um irgendwie noch irgendwas Positives zu sagen. Und er wirkte dann immer wie der, den man da hingeschickt hat, um einfach irgendwas zu sagen, quasi einen, den man vorausgeschickt hat. Deswegen für mich seine Entlassung auch überfällig, auch wenn ich ihn als Mensch sehr, sehr schätze. Jochen Schneider ist da nochmal ein anderes Ding. Wie du schon sagtest, da war der Abschied schon bekannt. Und das wurde, glaube ich, vor knapp 2 Wochen kommuniziert. Und dass man sich jetzt trotzdem dazu entschlossen hat, jetzt trotzdem diesen radikalen Schnitt zu setzen, das muss dann doch, da muss doch noch, glaube ich, irgendwas passiert sein. Ich glaube nicht, dass das Symbolpolitik ist, weil, wie gesagt, eigentlich war ja der Plan, okay, Jochen Schneider bleibt jetzt, bis Neuer gefunden ist. Und der ist ja noch nicht gefunden, es sei denn, man plant jetzt mit Peter Knebel da weiterzumachen. Und Werner Leutert, der stand auch bei den Spielern total in Kritik, steht für mich auch so ein bisschen, dass der Verein mehr in der Vergangenheit lebt als in der Zukunft. War damals, als Fegelix Magger 2010 bei Schalke Trainer war, auch dabei. Die Zeiten haben sich halt geändert, ne? Und irgendwann, wenn du so viele Verletzte hast und das wirklich alles Muskelverletzungen sind und nicht, weiß ich nicht, der Spieler wollte zu Hause das Fernsehprogramm umschalten und hat sich dabei das Bein gebrochen, dann ist es irgendwann auch kein Pech mehr, sondern dann ist das Problem eben gemacht. Und ich kann diesen Schnitt nachvollziehen, der wäre spätestens im Sommer sowieso gekommen. Also ich glaube, wenn ich mir die Personalien angucke, vielleicht hätte Sascha Rieter überlebt, aber der Rest, der musste spätestens zum Sommer sowieso weg. Und scheint sich der Aufsichtsrat jetzt dazu entschlossen zu haben, okay, wir wollen jetzt schon diesen radikalen Cut setzen. Jetzt bin ich gespannt, ob man trainertechnisch sich so aufstellt, dass man sagt, okay, wir holen jetzt einen, den wir jetzt schon für die Zukunft holen, sprich der jetzt auch über die Saison weitermacht. Oder eher eine Interimslösung sucht und dann im Sommer nochmal mit einem neuen von neu anfängt. Das wird spannend zu beobachten sein. Es war natürlich, also ich habe da auch einen Tweet rausgehauen. Das meiste, was mich gerade bei Schalke stört, ist ja, also natürlich auch die sportliche Situation, ist klar. Aber eben diese mediale Publicity, die der Verein sowieso immer hat, das ist klar. Aber
dieses straight up Negative, das zerrt langsam an mir. Du hast ja wirklich, jedes Mal denke ich mir, ja, okay, das kann ja jetzt nicht mehr schlimmer kommen. Und dann hauen die am Sonntag so eine Meldung raus, boah, ich habe das gar nicht realisiert. Ne? Also ich brauche auch ein paar Stunden, um erstmal zu verarbeiten, was da gerade wieder passiert. Und haben ja jetzt auch, glaube ich, einen Rekord aufgestellt für die meisten Trainer in der Saison. Also es ist nicht einfach aktuell. Ne? Und vielleicht ist es aber auch trotz all der Problematik und all der Hektik, vielleicht ist es trotzdem die richtige Entscheidung. Vielleicht ist es gut, jetzt schon diesen Cut zu setzen und jetzt schon die Weichen für die Zukunft zu stellen, ohne da mit Altlasten voranzugehen. Ja, interessanter Einblick auf jeden Fall. Werner Leutert übrigens auch mal beim VfB gewesen, nämlich unter Felix Magath 2002, 2003. Aber es waren halt auch einfach Magath und andere Zeiten halt noch so ein bisschen, ne? Wir haben natürlich auch Hörerfragen bekommen, hatte ich gerade schon gesagt. Die richten sich vor allem an dich, Fabi. Der @kadiba1893 fragt, Schalke 04 fehlen mindestens 3 Siege und ein Unentschieden mehr als die Konkurrenz zum Klassenhalt. Was muss passieren, damit das gelingt? Ja, genau das. Nee, also ich glaube, dass diese Mission Klassenhalt, Schalke 04, ich mag so Statistiken und Prozentangaben überhaupt nicht, aber Schalke 04 ist ja zu 90, wenn nicht 95% abgestiegen. Es gibt diese Chance, und die ist zweifelsohne da. Ich glaube, eine funktionierende Mannschaft, die wird sich da auch noch total locker, nicht locker, aber die hat definitiv Chancen, sich da rauszukämpfen. Ich meine, man darf nicht vergessen, man hat gegen Kandidaten wie Bayern, Leipzig, Dortmund schon gespielt und man spielt noch gegen die ganzen Konkurrenten. Man hat noch Augsburg, Hertha, Mainz, Bielefeld, ja. Genau, Bielefeld, Köln ist auch noch dabei. Also du spielst noch gegen all die da unten. Also die Chance ist definitiv da und du musst einfach vor allem natürlich gegen die gewinnen oder zumindest mal keine Punkte liegen lassen. Das ist klar gegen die direkten Konkurrenten. Aber meine Gefahr oder die Gefahr, die ich sehe, ist einfach, dass die anderen halt aufholen. Also gerade Mainz, die haben im Winter die absolut richtigen Schlüsse gezogen, haben sich da wirklich gut aufgestellt und rollen jetzt das Feld ein bisschen von hinten auf. Bei Bielefeld muss man jetzt schauen, ist ja jetzt Uwe Neuhaus entlassen worden, ob das nicht so einen Jojo-Effekt gibt, das wird man dann sehen. Und Köln und Hertha, boah, also ist vielleicht ein bisschen arrogant gesagt aus Schalker Sicht, aber rein von der Spielweise haben die diese Saison auch mindestens genauso wenig in der ersten Liga verloren gehabt wie Schalke 04. Also naja, wir werden sehen, wie die Saison verläuft. Ich hoffe, und das wird jetzt auch nur an dieser oder zu 90% an dieser Entscheidung liegen, welche Schlüsse man jetzt zieht. Ne? Wer wird jetzt am nächsten Spieltag auf der Bank sitzen? Wie wird sich das Trainerteam aufstellen? Was passiert mit Mike Büskens, Ono Cinel und Naldo, die anderen Co-Trainer? Wie stellt man sich eben für den Rest der Saison auf? Und da kann es bestimmt eine Lösung geben, die ein Erfolgsrezept hat, das glaube ich schon, aber ob man die dann eben trifft und auf Schalke hat man eben leider Gottes in letzter Zeit viele Entscheidungen falsch getroffen, wird man sehen, wie sich das ausschlägt. Aber die Chance, und ich glaube, das wollte der User damit auch sagen, die Chance, die ist definitiv noch da. Ob man die nutzen kann und obwohl man natürlich gegen die Wahrscheinlichkeit spielt, das ist dann eben die Frage, die wir in den nächsten Wochen beantwortet kriegen. Ja, dann schließe ich doch gleich die Frage vom @blackxx7 an, mit der Bitte um eine kurze Antwort, die wahrscheinlich nicht möglich ist. Wo machst du denn die Probleme für die Leistung in dieser Saison aus? Ja, an allen. Also du kannst nicht einer Instanz dafür die alleinige Schuld geben. Mhm. Wenn du von oben nicht das Gefühl einer Führung bekommst, sprich, dass man irgendwie in sicheren Gewässern ist, dann fängt es schon an, wenn diese Unsicherheit dann auf die Mannschaft überträgt, wenn der Trainer wackelig ist, wenn Sportvorstand sowieso schon zum Ende der Saison abgesäbelt wird. Also das zieht sich von oben bis unten herab. Ich glaube, da kannst du nicht einer einzelnen Instanz da die Alleinschuld geben. Ja, auch das kennen wir, glaube ich. Die nächsten Fragen, die der User gestellt hat, ist, macht der VAR wirklich Sinn? Gleichen sich Fehlentscheidungen wieder aus? Was muss sich ändern? Ich glaube, wenn wir jetzt auch noch anfangen, über den VAR zu sprechen, dann sitzen wir morgen noch hier. Also ich glaube auch nicht, dass sich Fehlentscheidungen ausgleichen. Interessanter finde ich noch die letzte Frage. Wer hat die große Entwicklung beim VfB gemacht? Er schlägt vor Sosa, Sascha, Greg, Wova, das soll, glaube ich, Anton sein. Silas, Rino, Bodo, sag mal, einer von denen oder ein anderer, wer hat für dich die große Entwicklung dieser Saison gemacht?
Ja. Also mein Lieblingsspieler dieser Saison ist ja Waldemar Anton. Der war, da fällt jetzt natürlich der Vergleich zur Vorsaison schwer. Ansonsten von den genannten würde ich sagen, eigentlich alle. Natürlich. Also tue mich da jetzt gerade schwer, einen rauszunehmen. Für Sascha freut es mich natürlich mega, weil ich glaube, viele hatten den nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Beziehungsweise wenn dann eben auch nur als Ergänzungsspieler. Ich erinnere mich noch, wie wir vor der Saison alle völlig ratlos auf diesen Kader geblickt haben und uns gefragt haben, wer da die Tore schießen soll. Stellt sich raus, da sind einige. Und unser größter Hoffnungsträger, Nico Gonzalez, ist immer wieder ausgefallen und das konnte ganz gut kompensiert werden. Von daher, ich tue mich da jetzt tatsächlich schwer, da jetzt einen rauszugreifen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist das auch die Antwort. Vielleicht hat auch die Mannschaft als solche einfach einen großen Schritt gemacht, weil das sind ja mehr oder weniger dieselben Leute, die letzte Saison noch 1-0 in Osnabrück verloren haben und sonstige Scherze. Naja. Von daher, vielleicht ist das auch dann die Antwort. Naja. Ja, ich finde es mir fällt auch schwer, da jemanden rauszupicken. Vor allem, ja, aber es ist auf jeden Fall mehr als ein Spieler. Es hätte funktioniert auch nicht, wenn nur einer da einen großen Sprung macht. Blicken wir nochmal auf die aktuelle Lage. Jetzt nach dem 23. Spieltag, der VfB hat jetzt 32 Punkte. Das 10. hat 14 Punkte Vorsprung vom Relegationsrang. Und Yannick, da stellt sich die Frage, ist der Klassenhalt damit schon im Sack? So gut wie, würde ich sagen. Also, wenn man betrachtet, wie schwer sich einige Mannschaften hinter uns noch tun, und da möchte ich auch beispielsweise Hertha BSC erwähnen, die ja jetzt auch am Wochenende verloren haben, wo ich eigentlich auch nicht gedacht hätte, vor der Saison oder auch noch zu Beginn der Hinrunde, dass die so weit hinter uns liegen. Auch die Kölner tun sich schwer. Die Hoffenheimer sind auch nicht wirklich stabil. Also ich glaube, man kann, auch wenn man diese 40-Punkte-Marke immer so als sicheres Ufer ansieht und anpeilt, was ja auch richtig ist, man soll sich ja nie zu sicher fühlen, aber ich glaube, in der aktuellen Lage, wenn jetzt nicht wirklich einer da hinten noch eine bombastische Siegesserie hinlegt, also eigentlich müssten wir es geschafft haben. Mhm. Aber ich bin immer vorsichtig. Ja, ich weiß. Mit solchen Geschichten. Bodo, wie siehst du es? Also ich glaube einfach, es war unglaublich wichtig, dass wir die letzten beiden Spiele jetzt gewonnen haben, weil sonst wären wir da halt richtig dick mit im drin Geschäft, weil wir ja noch die ganzen Gegner haben, gegen die man normalerweise nicht so gut aussehen. Also was weiß ich, Wolfsburg, Leipzig, Bayern, Dortmund und so weiter, die kommen ja alle noch. Frankfurt jetzt. Frankfurt jetzt, Union Berlin. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen... Das, was bei Schalke eben das Pech des Spielplans ist, ist ja ein bisschen unser Glücksfall. Dass wir jetzt mehr oder weniger in relativer Sicherheit schwimmen. Und von daher, ich twitter natürlich auch immer nach jedem Spiel, wie viele Punkte jetzt noch fehlen bis zu den 40. Aber realistisch würde ich sagen, da müsste schon extrem viel schief gehen, dass das noch schief geht. Ja, es sind ja auch nur noch 8 Punkte und auch 14 Punkte und ich habe es ja gerade schon angesprochen, auch die Konkurrenz, wir haben ja gegen alle da unten auch schon gespielt, auch in der Rückrunde schon, gegen Mainz 2-0 gewonnen, gegen Köln gewonnen, gegen Hertha unentschieden gespielt, gegen Schalke gewonnen, also ich glaube auch nicht, dass eine von den Mannschaften uns da noch einholt. Wir haben es auch schon angesprochen, wir spielen jetzt gegen Mannschaften, die müssen weiter oben in der Tabelle stehen, Frankfurt. Jetzt am Samstag dann Hoffenheim, München gegen Bremen. Bei Frankfurt, die haben jetzt gegen Bremen, die eben erwähnten, zum ersten Mal nach 11 Spielen, glaube ich, verloren. Und was ich ganz interessant fand, im Kicker war ein Artikel, dass die Firmen auf der linken Seite Abstimmungsprobleme haben wohl, hatten in diesem Spiel zwischen Hinteregger und Kostic, weil da so ein bisschen zu viele Räume offen waren. Das ist natürlich für uns optimal. Also es ist, ich erwarte mir auch wesentlich mehr Platz, auch wieder für unsere Außen, für Sosa und Wamagituka. Und wenn da doch so Abstimmungsprobleme auf dem Flügel stehen, dann wäre das doch eine gute Gelegenheit für Silas Wamagituka, mal mit seinem Torekonto ein bisschen aufzustocken und in der Torjägerliste wissen, sich von Sascha Kalajdzic wieder zu distanzieren. Die haben jetzt nämlich beide 11 Tore. Was auch schon wieder krass ist, dass wir zwei Spieler haben, die zusammen 22 Tore geschossen haben. Das sind fast so viel, wie wir in der Abstiegssaison die ganze Mannschaft auf die Kette gekriegt hat in 34 Spielen. Also ja, kann man sich nicht beschweren.
Bisschen beschweren können sich unsere Verletzten. Mola ist immer noch angeschlagen. Auch was Längeres. Eckloff ist auch im Aufbautraining, kommt noch nicht so richtig ran. Gonzales, der ist, glaube ich, heute aus Argentinien wiedergekommen von seiner Reha. Muss natürlich jetzt auch erstmal in Quarantäne. Das dauert wohl auch noch ein paar Wochen, bis der wieder spielen kann. Scholinov hat sich ja das Nasenbein gebrochen. Der trainiert wieder mit Maske. Ja, und Erik Tommy hatte sich vorm Spiel auch verletzt. Koulibaly konnte ja dann spielen, der war auch ein bisschen angeschlagen. Aber das hat dann ganz gut geklappt. Aber ich muss auch sagen, insgesamt sind wir von Verletzungen echt verschont geblieben in dieser Saison. Also klar, Gonzales ist ärgerlich, aber wir haben ja halt scheinbar immer noch genügend Leute, die Tore schießen können, also insofern alles noch im Rahmen. Blicken wir doch nochmal auf ein paar andere Themen rund um den Brustring ganz kurz. Zum einen natürlich den VfB 2, die haben am Sonntag gegen Rot-Weiß Koblenz 2-1 gewonnen. Tore natürlich mal wieder Mo Sanko mit dem 9., den hatten wir auch schon gesprochen, für die nächste Saison wieder, und Joel Richter mit seinem 4. Saisontreffer. Der VfB 2 hat jetzt nach 25 Spielen 39 Punkte, ist 7. und hat ein ähnlich gutes Polster vor den Abstiegsrängen, nämlich 11 Punkte in dem Fall. Und das nächste Spiel findet dann am Samstag beim FSV Frankfurt statt, dem Tabellensechsten. Die U19 und die U17 spielen weiterhin nicht. Kurzer Blick auf die Leihspieler. Nicolas Nathai hat nicht gespielt beim 3-0 von Sandhausen gegen Osnabrück am 23. Spieltag. Der war überhaupt nicht im Kader, ich glaube, der ist auch wieder verletzt. Sandhausen ist der 16. wieder in der 2. Liga und Pablo Maffeo hat durchgespielt am 25. Spieltag beim Spiel von Huesca in Eibar. Ist nach ist nach 87 Minuten ausgewechselt worden so und mit einer gelben Karte. Huesca ist immer noch 20. in der Liga und kämpft weiterhin gegen den Abstieg. Und wir haben diesmal erfreulicherweise nicht ganz so viele Themen außerhalb des Platzes. Nochmal ganz interessant, dass Sanko und auch Wolf und Magdica letzte Woche mittrainiert haben. Dann ging es um das Thema Kempf und seine Vertragsverlängerung. Das können sich sowohl er als auch Sven Mislintat vorstellen. Und dann gab es am Freitag ein Pressegespräch mit Thomas Hitzlsperger, wo er angekündigt hat, dass Oliver Schraft und jetzt habe ich den Vornamen vergessen. Wer ist da? Uwe Fischer. Danke. Uwe Fischer. gekündigt worden am Donnerstag in Bezug halt auf die Weitergabe der Daten und die Mitglieder verarscht, aber vor allem wahrscheinlich die rechtswidrige Weitergabe der Daten. Der Tobias Kaufmann wurde vorgestellt als neuer Medienchef. Das hatte sich ja schon angekündigt. Über den haben wir ja letzte Woche mit dem Arne kurz gesprochen. Bei Rainer Mutschler, der aus dem Präsidium zurückgetreten ist, reicht es laut Kitzelsberger nicht für eine Kündigung. Man würde aber Gespräche führen, was sich für mich auch so ein bisschen anhört, dass der auch nicht so wahnsinnig mehr lange Büro in der Geschäftsstelle beim VfB hat. Der ESECOM-Bericht soll ausgelegt werden auf der Geschäftsstelle zur Einsicht für die Mitglieder. Und dann gab es noch dieses Interview mit Thomas Hitzelsberger in der Süddeutschen Zeitung, wo es auch nochmal um alle diese Themen ging, was, glaube ich, nicht zufällig auch am Freitag oder am Donnerstag erschien. Das sind vor allem jetzt erstmal Informationen. Yannick, was hältst du denn davon, dass der ESECOM-Bericht auf der Geschäftsstelle ausgelegt wird in Stuttgart? Das ist ein gutes Zeichen. Als ich das gehört habe, nach den letzten Wochen, sicherlich mal wieder was Positives, auch wieder ein Schritt in Richtung Transparenz etc. Wenn man diesen Bericht dann auch wirklich in seiner vollen Fülle dort ausgelegt sich ansehen kann. Also durchaus ein weiterer richtiger kleiner Schritt in diese Richtung eines transparenten Vereins einer transparenten AG, je nachdem, wie man es eben auslegen möchte. Aber es ist noch viel zu tun. Ja, also ich finde es ein bisschen schade, dass er nur ausgelegt ist und nicht ins Internet gestellt wird, gescherzt natürlich. Ich kann mir auch vorstellen, hätte ich mir auch gewünscht, ja. Naja, also beispielsweise, ich wohne halt 2 Stunden von Stuttgart weg, ich kann mir den halt nicht angucken. Klar ist natürlich auch Dokumente, die einmal im Internet stehen, die kriegst du auch nicht mehr aus dem Internet raus. Das ist halt die andere Geschichte. Keine Ahnung. Ich finde es auch okay, dass er überhaupt ausgelegt wird. Und ich bin mal gespannt, wie viele Leute sich das dann am Ende wirklich, wirklich angucken. Ich denke mal, es werden schon ein paar sein, aber ich glaube, die meisten Leute, ich weiß nicht, ob da so viele Leute sich den Weg nach Bad Cannstatt auf sich nehmen. Bodo, du hast da nochmal das im Vorgespräch auch das Interview mit Hitzlsperger in der Süddeutschen
angesprochen, wo er auch zu verschiedenen Themen Stellung genommen hat. Wie war so dein Eindruck von dem Interview? Ja, also ich war so ein bisschen ratlos, nachdem ich es gelesen hatte, weil ich eben eigentlich fand, dass er kaum Stellung nimmt, also dass einfach so vieles, dass er so viel ausweicht, dass er so vieles offen lässt und auch immer so völlig nebulöse Antworten gibt. Deswegen war mir gar nicht klar, warum, also welche Botschaft er damit jetzt senden wollte. Das ist mehr oder weniger wirklich ein ganzseitiges Interview, in dem fast nichts drin steht. Hat mich einfach sehr gewundert, weil ich dachte, jetzt wird endlich mal erklärt, was sollte dieser offene Brief kurz vor Silvester und alles, was danach passiert ist. Ja, ich meine, wenn der Fabi vorhin erzählt hat, wie das gerade sich anfühlt, wenn sich jeden Tag die schlechten Nachrichten überschlagen, das kennen wir ja auch noch aus der allerjüngsten Vergangenheit. Und ich war nur so ein bisschen ratlos, als ich das gelesen hatte, weil eigentlich alles noch völlig offen bleibt. Und, ja. Also man bis heute nicht versteht, was ihn eigentlich geritten hat. Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell nicht mehr auflösen, weil ich glaube, es würde auch noch so müde, es zu erklären, aber er kann es halt auch nicht so richtig. Also, ich habe jetzt auch noch keine wirklich triftigen Grund einfach gelesen, warum er das damals gemacht hat. Und ja, aber ansonsten eine recht ereignislose Woche, muss man sagen. Ich meine, die Kündigungen von Schraft und Fischer waren erhofft, absehbar, dass Tobias Kaufmann neuer Medienchef wird, auch. Bei Mutschler, ja, also das sind alles nichts, was mich so wahnsinnig überrascht, aber das ist ja auch mal schön, dass man mal eine Woche ohne so Momente hat, wie sie der Fabi am Sonntag hatte, wo dann gleich 5 Leute entlassen werden. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen zum Abschluss des inhaltlichen Teils unserer Folge, und zwar, ihr habt ja sicherlich auch alle das Spruchband gesehen, der Schwabenkompanie war es, glaube ich, in der Cannstatter Kurve während des Spiels. Da ging es um das Mitglied Kevin, der leidet an Blutkrebs, und ich würde einfach diese Gelegenheit nochmal nutzen, darauf hinweisen oder euch darum bitten, euch bei der DKMS zu registrieren. Das ist ein relativ geringer Aufwand und kann halt echt Leuten viel, viel helfen. Ich glaube, das Bild, es gab nochmal einen Post auf deren Seite, den ich auch nochmal verlinken werde. Der VfB wirbt ja auch für die Registrierung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei. Und das Trikot hat er, glaube ich, an. Als wenn wir das Sondertrikot hatten. Also auf jeden Fall, macht es auf jeden Fall, ist es für euch relativ wenig Aufwand und ist echt eine wichtige Sache für ganz, ganz viele Menschen, unter anderem halt den Kevin. Genau. Noch zum Abschluss gucken wir noch kurz auf unser Tippspiel. Mal gucken, wer da vorne liegt. Der Browser lädt. Da steht vorne der Dominik 1893 mit 286 Punkten vor dem VfB Bruttler und 3 Weizen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, entweder finanziell über Patreon oder über PayPal. Patreon ist dann regelmäßig ein Beitrag und PayPal könnt ihr machen, wann und wie ihr wollt, in welcher Höhe, ist auch egal. Uns helfen da auch schon kleine Spenden, um den Podcast und den Blog schon ein bisschen am Laufen zu halten, die laufenden Kosten zu decken. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts oder und dazu auch, also 5 Sterne am besten, auf jeden Fall Sterne geben und eine Rezension. Die Rezension lesen wir auch vor, so rum, eine Bewertung und eine Rezension. Ihr merkt, es wird schon langsam spät. Sagt auch den Leuten gerne, was ein Podcast ist, wie man den runterlädt, dass es uns gibt überhaupt. Weist es auf unserem Blog hin, den Podcast gibt es bei Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt sonst. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp oder Telegram an die 0157 511 08680. Die spielen wir dann hier ein. Oder wenn ihr mal ganz lange mit uns über den VfB reden wollt, wir sind jetzt auch schon wieder bei 1:15 ungefähr, 1 Stunde 15, dann macht's wie der Bodo und beteiligt euch am Podcast, meldet euch einfach bei uns. Wir haben hier noch jetzt sind es, glaube ich, noch 10 Folgen, die wir aufnehmen, weil wir wieder die englische Woche haben. Und da haben wir auf jeden Fall noch einige Folgen offen, wo wir noch VfB-Fans als Teilnehmerinnen und Teilnehmer suchen. Also meldet euch einfach, wenn ihr Bock habt. Und dann kriegen wir es auf jeden Fall unter, wenn nicht diese, dann doch spätestens nächste Saison. Ja, die nächste Aufnahme machen wir dann nach dem Frankfurt-Spiel in der kommenden Woche. Da haben wir schon, doch genau, da haben wir schon einen Gast, aber für die darauffolgenden Spiele eben noch nicht. Und dann ist es jetzt an der Zeit, erstmal unseren Gästen zu danken. Erstmal vielen Dank, Fabi, dass du dir
die Zeit genommen hast, nochmal über dieses sehr unerfreuliche Spiel aus deiner Sicht zu sprechen. Schön, dass du da warst. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Wer dich hören kann, der kann, sollte den Knackencast abonnieren. Den gibt es wahrscheinlich auch für uns überall, wo es Podcasts gibt. Läuft auf mein Sportcast, mein Sportpodcast, glaube ich, auch. Genau. Und man findet dich unter Kukorani. Ich bin echt, musste zweimal gucken. genau. Weil auch der Name Kurani. Es gibt so viele Verbindungen zwischen VfB und Schalke. Genau. Kukorani. Auf Twitter. Genau, und natürlich danke ich auch sehr dem Bodo, @Steutle auf Twitter. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Bodo. Ja, vielen Dank. Gibt es bei dir noch irgendeinen... Sag? Nee, ich habe nur gesagt, war cool. Okay. ich wollte dich nämlich noch fragen, gibt es bei dir etwas, was du, einen Podcast, einen Blog, etwas, was du, wofür du Werbung machen willst, ein Projekt von dir, von dem die Leute wissen sollten? Ja, ich bin... hat aber nichts mit Fußball zu tun. Ich bin Teil eines Kollektivs, das sich intensiv mit Westasien und Nordafrika beschäftigt. Nennt sich Disorient. Wer sich das mal anschauen möchte, guckt einfach mal vorbei. Disorient.de. Bin ich seit ein paar Jahren dabei und ist quasi Journalismus von unten zu einer Region, die uns sehr interessiert. Ja. Sehr schön. Ja, sehr cool. Auf werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Und an dieser Stelle sage ich bis zur nächsten Woche. Tschüss und auf Wiedersehen. Servus. Ciao.